Moin und herzlich willkommen zurück zum dritten Spieltag in der RPL und dieses Mal treten wir gegen Tarian, der ebenfalls neben Löwe einer der Ligaleiter ist. Und ja, er bringt sein Team Plaudertüten mit und dieser Kader ist echt mit sehr vielen Wassern gewaschen. Ne? Ich würde nämlich direkt sagen, wir starten direkt rein. Hippotheros und Magnezone zieren sein S-Tier. Dazu kommt noch Tentoxa, Zwirfins und Kramchef im A, Kangama, Meditalis und Amoroso im B, sowie Draschel, Papunga und Burmadam im C. So. Im Gegensatz zu Rudels Team hat Tari hier mit Tentoxa ein Grounded Poison-Type. Das heißt, er ist relativ safe vor unseren Giftspitzen. Das heißt, Giftspitzen sind für mich diese Woche keine große Option. Weil Tentoxa ebenfalls auch noch sein Spinner ist. Das heißt, Hazard Control ist bei ihm dementsprechend auch noch besser als bei mir. Ich habe nur Anorith, das ist ein bisschen kritisch. Aber andere Sache. Außerdem hat sein Spinner Tentoxa ebenfalls die T-Spikes. Das heißt, er könnte sie vielleicht auch auf unsere Seite packen, beziehungsweise auf meine Seite. Und das will ich auch nicht. Das heißt, ich bin heute auf jeden Fall gezwungen, ein Poison-Type mitzunehmen. Und ich verspreche es euch, ich habe auch ein Poison-Type mit dabei. Ist ja klar. Ja. Was mir definitiv sehr, sehr viel Probleme bereitet hat im Teambau, ist Kramchef. Kramchef mit seiner Priorität Life Orb. Aua, das tut weh. Es tut einfach weh. Alles von mir wird fast ge-one-hitted. Es hat noch einen starken Pursuit. Das heißt, ich kann Sachen wie Turbuts, Miss Mages, ich kann die halt einfach nicht wirklich bringen. Ne? Weil die kommen rein, werden getrappt und sie sind tot. Ne? Weil dann muss ich immer wieder diese blöden 50-50s eingehen. Und beim letzten Mal, ich sag mal, gegen Schweini hat das jetzt nicht so unbedingt funktioniert. Dementsprechend will ich dieses Mal dieses Risiko nicht eingehen. Hab mir sehr, sehr viel drüber überlegt. Und ja, schauen wir uns doch mal an, was ich dabei habe. Denn speedtechnisch ist er recht langsam unterwegs, denn er hat mit Papunga, Tentoxa, Kangama und Meditalis einen Core von, was war das, 110 bis 80 und das ist jetzt mit 4 Pokémon jetzt nicht wirklich gerade hoch. Dementsprechend, ja, schauen wir mal. Scarf Meditalis könnte definitiv hier nervig werden und dementsprechend wollte ich mich hier auch ein bisschen drauf vorbereiten und habe deswegen Azelf mitgenommen. Azelf ist jetzt ein ganz eigenartiges Set auf jeden Fall. Wir haben Hazards, um den Gegner halt eben einzuschränken in seinem Spiel. Dann haben wir noch den Fokus-Gurt drauf, um halt als Lead zu fungieren. Dazu haben wir noch den Verhöhner, damit wir seine T-Spikes oder Rocks-Geschichten halt verhindern können. Und ja, es gibt natürlich noch den Mental Herb, also der gegen die Verhöhner ist. Den muss man natürlich im Kopf haben, ne? Aber ich gehe jetzt mal sehr stark davon aus, dass das Ding nicht mit dabei ist. Ja, und ansonsten haben wir noch den T-Bolt, um einen Kramchef zu Two-Hitten, beziehungsweise zu One-Hit-KO'en, wenn wir, oder wenn Kramchef halt ohne HP gespielt wird, dann haben wir halt einen One-Hit und ansonsten ist es halt ein Two-Hit. Und da sein Hippo gerne in den Donnerblitz reinkommt, habe ich noch die Explosion mit dabei. Denn mit der können wir ein physisch-defensives Hippo sehr viel Schaden drücken. Und ein speziell-defensives Hippo können wir tatsächlich sogar One-Hit-KO'en. Damit wir natürlich was gegen Kramchef haben, habe ich einen Semi-Check so gesehen jetzt dabei. Und das ist Heatran. Denn Heatran hat gute Defensivwerte tatsächlich, trotz seines eher laschen Base-Wertes, sage ich jetzt mal. Mit den EVs, die ich da investiert habe, können wir definitiv einen Life-Orb Superpower. Eine Life-Orb Superpower, so. Können wir die definitiv leben, sofern wir 100% haben. Ansonsten wird das halt immer ein 100%iger Kill. Magma Storm kann ihn dementsprechend aber auch gleichzeitig wiederum killen. Dafür müssen wir aber erst einmal treffen. Ich weiß, es ist sehr gewagt, aber machen wir einfach mal. Dann habe ich noch die Initiative so eingestellt, dass wir definitiv schneller sein werden als ein Adamant Kramchef. Und ja, denn ich will halt, wie gesagt, vor ihm dran sein, Magma Storm klicken, hoffentlich treffen und ihn dann one-hitten.
Ja, und falls er meint, mit Dentoxa auf Magma Storm reinzukommen, bin ich auch super zufrieden damit, denn wir haben noch die Erdkräfte mit dabei, die treffen ebenfalls noch sehr effektiv und gepaart mit dem Magma Storm können wir da definitiv sehr, sehr schnell doch zum KO kommen, besonders wenn er eher mehr so auf der physischen Seite aufgebaut ist, also von der Defensive. Dann haben wir noch als letzten Move die Explosion mit dabei, um irgendwas, was halt langsamer ist als Heatran oder gegebenenfalls langsamer sein kann, zum Beispiel ein defensives Kangama, was ich jetzt nicht so unbedingt denke, weil ich glaube schon, dass er sich auf dem Speed Heatran einstellen könnte. Weiß man halt nicht. Dementsprechend hoffe ich, dass wir ihn da auf dem falschen Fuß erwischen können, aber in der Theorie sollte eigentlich Kangama immer schneller sein als wir. Dementsprechend sehe ich mich da nicht den Boom einsetzen, es sei denn, wir sind 100% HP und wir wissen, dass ein Erdbeben uns halt nicht killen kann. Genau. So, und dementsprechend können wir dann halt mit der Explosion dann halt nochmal schön boomen und dann ist eventuell ein Kangama, wenn wir Glück haben, auch direkt weg. Ja, dann haben wir noch als letztes Toxin mit dabei, um Langlebigkeit von Hippo zu verringern, dass er halt schneller down geht, in der Hoffnung, dass er halt kein Heal-Bell dabei hat. Wie gesagt, ich will kein Opfer meiner eigenen Strategie aus der letzten Woche werden, dementsprechend habe ich natürlich mein Grounded Poison Type in Form von Drapion wieder mit dabei und hier spielen wir es mit einer etwas angepassten Variante, nämlich mit einem Sword Stance Set. Was gerne im DPP Juju auf Showdown benutzt wird. Und da performt es auch wirklich sehr, sehr gut. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, gut, komm, wir holen uns jetzt einfach mal eine defensivere Variante davon und versuchen es einfach mal. Ne? Wenn es funktioniert, funktioniert es. Wenn nicht, dann nicht. So. Dementsprechend spielen wir auch hier Battle Armor, um halt nicht gekrittet zu werden. Und die Black Sludge für Heilung. Und ja, ein plus 2 Aquatail kann ein Full- oder voll investiertes Hippo in der physischen Seite two-hitten und ein speziell defensives können wir sogar mit Glück schon killen. Nicht killen, sondern killen. So, ein plus 2 Crunch genügt übrigens, um Medicham den Gar auszumachen. Hier müssen wir dann aber wiederum aufpassen, denn via Roll könnten 2 High Jump Kicks halt unseren Tod bedeuten. Dementsprechend müssen wir da aufpassen, dass wir nicht in einen potenziellen High-Jump-Kick reinswitchen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Heatran drin sind, dass wir nicht auf Drapion gehen. Wäre anders wild. Aber gut, das zu Drapion. Dann habe ich nämlich noch den Earthquake mit dabei für Coverage, bevor ich es vergesse. So. Kommen wir nun zu einer meiner Wincons. Also ich bezeichne sie jetzt mal als Wincon, nämlich Miss Mages. Denn ich sehe hier doch tatsächlich eine kleine Lücke. Aber die ist an besonderen Situationen gestrickt und zwar Lead-Option Miss Mages versus O-Master, also sein Amoroso. Denn wenn wir das nämlich hinkriegen, ein potenzielles Lead-Set von O-Master ist halt immer mit Spikes und Staff-Rocks, also halt eigentlich keine Angriffs-EVs. Das heißt, wir können einen Call-Mind raushauen, wir können danach einen Sub aufsetzen, wir können danach noch einen zweiten Call-Mind raushauen, denn nach dem ersten ist es schon nur noch eine Roll. Da kann er den Sub nur noch brechen mit einer Max-Roll und mit plus 2 kann er schon gar nicht mehr brechen. Und das will ich halt erreichen, weil wenn wir dann schon auf plus 2 sind und vielleicht noch auf plus 3, plus 4 kommen, können wir durch das gesamte Team durchgehen, solange wir hinter dem Sub sind, weil dann ist nämlich auch die Priorität von einem Kramschiff total egal. Sein Magnezone wird getwo-hitted von einem Shadow Ball und ich bin zufrieden. Na, und dementsprechend finde ich, dass dieses Set tatsächlich hier richtig reinknallen kann. Und ja, sehen wir mal, wie weit wir damit kommen. Dann habe ich noch Bisaflor mit dabei, denn Bisaflor will ich hier mit den Leech Seeds, Sleep Powder, Leaf Storm und der Himpower Ground spielen. Ein bisschen speziell defensiver aufgestellt, natürlich mit genügend Speed, um sein Magnezone zu outspeeden. Genau, um meinen Timid Magnezone zu outspeeden. Die Hidden Power Ground macht Magnezone auch 79% mindestens. Und mit etwas Chip können wir vielleicht sogar schon One-Hitten. Leaf Storm ist als starker Step hier mit dabei. Und kann ein physisches Hippo direkt killen mit einer 75% Chance zumindest. Und ein speziell defensives können wir je nach Roll killen, wenn er schon 70% HP nur noch hat, zum Beispiel. Wenn er weniger als 70% hat, dann ist es ein One-Hit. Und ansonsten ist es halt wohlbedingt.
Ja, ansonsten spielen wir halt noch die Leftovers für standardmäßige Recovery. Die Leech steht natürlich sowieso für Recovery und Sleep Powder, um jemanden einzuschläfern. Das sollte also eigentlich klar sein. Und dann kommen wir zum letzten Pokémon und hier habe ich ein bisschen gekocht. Denn ich habe mir so gedacht, was könnte ihn kalt erwischen? Er hatte letztes Mal schon Probleme gegen Aquana. Deswegen dachte ich mir, hey, Lantern, du siehst doch ganz cool aus, ne? Und dementsprechend habe ich Lantern hier mit dabei. Mit der Hydro-Pumpe, Ice Beam und Charge Beam haben wir genügend Variationen, um alles in seinem Team neutral zu treffen. Die Hydro-Pumpe ist natürlich unser stärkster Step-Move. Dann haben wir Ice Beam als Coverage, ist ja klar. Und mit Charge Beam wollen wir uns halt boosten. Und als letzten Move haben wir nochmal die Agilität und spielen als Item den Life Orb. Denn plus 1 Charge Beam, beziehungsweise wenn wir durch den Charge Beam auf plus 1 kommen und Agilität plus 2 sind, mit Agilität können wir sowieso alles dann outspeeden. Deswegen können wir auch ein Modest Wesen spielen mit dem Set und den HP und dem Speed. Das reicht halt allgemein auch, um ein Scarf Medicham zu outspeeden, was cool ist. Und dann auf plus 1 können wir halt eigentlich gefühlt fast alles one-hitten. Hydro-Pumpe bräuchte eventuell noch einen plus 2, um, ich glaube, seinen Omaster zu killen. Was hat er ja noch? Was hatte ich gesagt? Stimmt, sein Magnezone ist auch jetzt nicht unbedingt ein One-Hit dadurch. Wir brauchen mindestens plus 2, glaube ich, für Tentoxa. Und damit wir einen Two-Hit landen, sein Geist ist auch, kann eigentlich an sich auch eintanken, weil er gute Defensivwerte hat und Kangama, wenn es speziell defensiv ist, sowieso, da brauchen wir definitiv plus 2, damit wir auf jeden Fall nahe an einen One-Hit rankommen können. Aber ansonsten ist es halt meistens immer ein Two-Hit. Und ja, ich hoffe mal, dass wir damit vielleicht sogar im Late-Game ein bisschen sweepen können, wenn er so ein bisschen angechippt ist oder vielleicht ein bisschen breaken können, dass wir dann später mit Miss Mages zum Beispiel durchgehen können. Also ich bin mal gespannt, ob das Set aufgeht. Ich freue mich schon richtig drauf und ich würde euch jetzt einfach mal weiterschicken zu meinem Zukunfts-Ich, zum Match. Also viel Spaß gegen Tari, Spieltag 3 in der RPL. Wir sehen uns im nächsten Teambuilding gegen Shiny wieder und jetzt ab mit euch ins Match. Viel Spaß. Gut, und damit sind wir in der Runde drinnen und wir sehen sein... Oh, kein Hippo? Aber dafür ist sein Kangama dabei. Okay, wir haben Omaster. Wir haben Honchkrow. Und er hat schon ausgesucht, ne? Medi. Cham. Dann hat er Tinta mit dabei. Kangama und Zwirrfinst. Okay, jetzt ist halt die Frage, wie wollen wir hier leaden? Klassischer Lead wäre jetzt an sich, haben wir da eingelegt, wäre jetzt hier eigentlich er hier. Ne? Aber wenn ich da jetzt einen Master sehe, dann denke ich mir so, dass das wahrscheinlich sein Lead sein wird. Das heißt, ich werde mit meiner anderen Strategie leaden und mit Miss Mages anfangen. Wenn er hier mit Zwirrfinst direkt leadet, ist ein anderes Problem. Aber okay, müssen wir dann anders handeln. Ich hoffe mal nicht, dass er damit leadet, sondern hier eher mit seinem Master. Und wir gehen rein. Auf ein Schickes. Oh. Fängt schon wieder mit Zwirrfinst an. Warum fängt er immer mit Zwirrfinst an? Scheiße. Zwirrfinst ist nicht gut. Zwirrfinst ist tatsächlich nicht gut. Hier ist jetzt die Frage, ne? Direkt rauswechseln oder nicht? Denn Miss Mages versus Dusk. Ja, doch, hier gegen das nur ist kritisch. Ist sehr kritisch. Na, ich kann hier nicht einfach subben. Jetzt muss ich halt gucken, in was ich reingehen könnte. Earthquake tut halt zu doll weh. Earthquake tut auch hier zu doll weh. Hier tut der Shadow Sneak zu doll weh.
Und ich habe keine gute Option hier. Den hier könnte ich vielleicht machen. Das wäre noch das Neutralste, aber da hat er vielleicht den Ice Punch. Ja, wahrscheinlich ist es hier eher Drapion. Nach dem Shadow Sneak kann ich zumindest noch einmal Earthquake überleben, kann einmal Swords dancen und dann mit plus 2 ihn wegknallen. Ne? Das wäre möglich. Okay. Dann würde ich hier jetzt tatsächlich auf Whitebeard gehen. Weil, wie gesagt, ich habe keine Lust auf. Auf dem Shadow Sneak, weil der wird wehtun, wenn das Ding gebandet ist und keine Custard Berry hat zum Beispiel, dann sieht das Ding nämlich nochmal schlimmer aus. Auch nämlich Shadow Sneak, genau. So, ich habe ein Gefühl eigentlich gar nichts verloren, oder? Ich bin wieder fast auf Full Health, ich bin bei 99% bestimmt. Was habe ich? 309? 307. 300. Ups. 07, ja, ich bin bei 99%. ja, was mache ich jetzt hier? Wie gesagt, ein Earthquake tut weh, ja. Schwer zu sehen, ob er ein Choice Band jetzt hatte oder ob das nur eine Antibeere ist. Ich gehe jetzt trotzdem einfach mal auf den Schwertanz. Weil bleibt hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die. Er hat wahrscheinlich die Colbo Berry, um Dark Types nochmal abzufangen. Er macht es mit dem Earthquake. Jetzt werden wir sehen, wie viel HP ich verliere. Ja, das ist ganz gut, ne? Das war. Könnte eventuell. So, warte mal. Ich habe jetzt 180. Bin ich bei 58%. Ja. Wenn er jetzt die Kolbo ist. Mit einer Max-Roll killt er mich. Und ansonsten. Ist er danach auf jeden Fall down. Und wenn er jetzt keine Kolbo-Berry hat, dann ist er Crunch and Kill. Er ruft zurück, okay. Das ist sogar noch besser. Jetzt muss irgendjemand ein plus 2 Honchpro, okay. Du nimmst trotzdem sehr viel. Ist ein Two-Hit. Mit Brave Bird. Ah, macht er 66%, ne? Ich bin jetzt bei 199. Bin ich bei 64. Bin halt in der Theorie langsamer, ne? Möchte ich dann hier an der Stelle in Testalos reingehen? Weil Testalos jetzt hier ein guter Konter dagegen wäre. Theorie und Praxis. Ah, hier wäre jetzt der Flammenwurf besser. Dass er sein Nippo nicht mit dabei hat, nervt mich. Das macht eigentlich das Drapion-Set jetzt nicht mehr so sporadisch wichtig und danach kann ich eigentlich immer noch in was Schnelleres reingehen, falls er mich nicht killen sollte, ne? Ich darf es mir eigentlich nicht nehmen, ihn nicht auf den Crunch zu drücken. Ich mach's jetzt einfach mal. Ja, macht Brave Bird. Ist in Ordnung. Wenn er jetzt nicht live ob ist, überlebe ich das. Er ist nicht live ob, das heißt. Oh mein Gott. Er ist nicht live ob. Wow. Und damit holt sich Drapion seinen ersten. Er hat auch seinen ersten Kill heute. Cool. Zack. Und. Drapion. 1. So, Venu. Hier dran. Turbots. Lantorn.
Ja, okay, gut. Hier werde ich jetzt aufgehen, höchstwahrscheinlich. Hier möchte ich aber doch tatsächlich Instant in Vino eigentlich gehen. Ich will mir Whitebeard noch aufheben. Um nochmal gegebenenfalls hier vielleicht später reinkommen zu können. Um es nochmal als Setup, nicht als Setup Fodder, als Death Fodder zu benutzen. Weil Tenta wäre schon cool gewesen, so rausnehmen zu können, aber er ist halt potenziell schneller als ich, ne? Slushbomb hat tatsächlich guten Schaden gemacht. Gegen Venu. Das waren circa 23, oder? Bin bei 280. Bin bei 77%. Ja, 23% waren das. Das war das Maximum. Ich würde hier an der Stelle einmal Sleep Powder drücken. Denn ich habe nämlich auch. Stimmt, der hat auch sein Agneson ja auch gar nicht dabei. Will er gar nicht Heatran versuchen, irgendwie zu trappen oder so? Er macht nochmal die Slush Bomb. Slush Bomb ist aber, wie gesagt, in Ordnung. Wir schläfern ihn jetzt ein und gehen dann auf Miss Mages und drücken dann einfach den Sun. Alter, diese Augen. Oh. So. Aufnahme läuft doch, ne? Ja. Das wär's jetzt. Aufnahme läuft gar nicht. Judy. So, dann, wie gesagt, gehe ich jetzt hier einmal raus in... Wobei, ich könnte auch in Whitebeard gehen, ne? Könnte Drapion jetzt an der Stelle vielleicht... Brauchen wir vielleicht... Nein. Wir gehen in Miss Mages. Miss Mages macht ja am meisten Sinn. Und dann mache ich meine Taktik. Er ruft direkt zurück. Oh, bitte, jetzt geh nicht in dein Scheiß. Er geht in Medicham. Okay. Aber Medicham ist jetzt auch nicht gerade besser, ne? Frage ist doch, was kann ich jetzt hier mit Land tun? Wenn er Psychokutter drückt, ne? Ja, noch plus 2. Das Ding ist, ne? Honshow ist jetzt schon mal weg. Das ist ja schon mal gut. Wenn jetzt noch Zwirfinst weg ist, könnte ich vielleicht auf Tentacruel noch einmal setupen. Gehe ich hier vielleicht lieber in Azelf rein? Macht Azelf hier viel? High Jump Kick? Kommt halt drauf an, jetzt was er macht, ne? Ah, das ist schwer. Das ist so eine blöde 50-50, weil A, wenn er jetzt nicht Scarf ist, können wir ihn halt killen. Ist er Scarf, dann wird er wahrscheinlich Psycho Cut machen und nicht den High Jump Kick. Das heißt, Testalos wäre hier der beste Play. Ja, das ist kritisch gerade. Bisher brauche ich den Testalos gegen sein Team. Ist jetzt nicht so unbedingt wichtig, ne? Das, was es machen sollte. Eigentlich. Ja, komm. Wir gehen auf Testalos. Ich glaube nicht, dass jetzt hier ein High Jump Kick kommt. Wenn jetzt hier wirklich ein High Jump Kick kommt, dann ist er komplett crazy. Also jetzt wirklich for real. Er exit auch wieder raus, okay. Das ist gut. Jetzt, ich hätte in dem Fall vielleicht dann doch einen Sub aufsetzen können. Aber gegen Kangama. Kengis Khan. Puh, keine Ahnung. Sub Punch vielleicht.
Da ging's. Kangaskhan, Physical Attacker, hat also auch bestimmt Earthquake darin, ne? Die Sache ist jetzt, ne, wenn ich jetzt hier auf Explosion drücke, worauf würde ich gehen wollen? Nicht vergessen, das Ding hat Scrappy in dieser Gen schon. Oh, warte mal. Ich sehe gerade, das ist ja hier Choice Band, ne? Was ist, wenn du kein Choice Band hast? Dann kann der Earthquake mich gar nicht killen? Okay, das ändert die Sache, weil wir können nämlich mit der Explosion instant killen. Und Kangaskhan ist so ein Mon, was ich explodieren sehen will. Geh auf Explosion. Ich gehe hier auf die Explosion Instant. Wir sind sogar schneller. LOL. Überlebt. Kacke. Wow. Okay. Exploded. So. Ich würde sagen, Kangama kriegt dafür den Kill. Ich weiß es halt nicht, ne? Weil an sich hat niemand meinem Mon Schaden gemacht. Das ist jetzt aber natürlich mal eine etwas andere Situation, die ich jetzt so nicht erwartet habe. Warte mal, wenn ich jetzt mit Heatran schneller war. Nee, Drapion wird nicht schneller sein. Dann bin ich auch mit Venu. Dann bin ich das auch an sich hier mit Venusaur. Und Kangaskhan ist jetzt nicht mehr wirklich so stark dabei. Also könnte ich hier jetzt an sich eigentlich eine Hidden Power Ground drücken einfach. Und das Ding ist down. Oder sehe ich das falsch? Er macht Protect, okay. Ist fein. Oder hat er Überreste? Ah, er hatte Überreste. Okay, gut, aus der Range dann, ne? Mach ich vielleicht doch lieber einen Leaf Storm. Da ist mir dann das Minus auch egal. Er ruft zurück. Okay, jetzt wird irgendjemand einen Leaf Storm fressen. Zwirfins. Okay, mit Zwirfins komme ich klar. Das Problem ist natürlich jetzt, Heatran ist jetzt weg, das heißt, Zwirfins ist ein bisschen gefährlicher. Zwirfins kriegt ja so gar keinen Schaden. Ja, wir werden jetzt hier auf jeden Fall einmal Leech seeden. Für Passivregeneration und so. Und dann werde ich Drapion, denke ich, abwerfen. Sieht's kommen und treffen. Sehr schön. Das hat mehr Schaden gemacht, als ich es erwartet habe. So, das Ding ist, wird er jetzt hier mit... Ich will Venus so, um ehrlich zu sein, noch behalten. Da will ich lieber in Drapion rausgehen und danach in Azelf. Um die Tarnsteine noch mit rauszuholen. Oder? Würde das Sinn ergeben gegen Duskneuer. Offensive Spinblock. Ja, explodieren kann ich sowieso nicht. So, und dank den Leaf Seeds kann ich noch einen weiteren Angriff jetzt tanken. Also zumindest einen weiteren Shadow Sneak.
Und dadurch, dass ich schneller bin und er ungefähr jetzt in der Range für Crunch ist. Gut, dass wir Drapion behalten haben. Hey, vielleicht können wir sogar Drapion wieder hochbekommen. So, ansatzweise zumindest. Wir drücken jetzt hier einfach den Crunch, weil er hat keinen Switch in Crunch. Außer sein Omaster vielleicht. Oder sein schlafendes Tentacruel. Er ist zumindest in einer Range. Wir machen 53-63% mit neutralem Schaden. Bei Full HP. Wenn er Death Investment hat, ne, könnte das ein bisschen enger werden. Dann brauchen wir die High Roll oder Max Roll oder so. Aber aktuell sieht das sehr gut aus von der Range. Ich bin mal gespannt, ob wir Lantern vielleicht gesetzt abbekommen. Das wäre lustig. Na, er holt zurück. War klar. Das heißt aber für mich, dass ich in der Theorie Drapion doch behalte und dafür Venu dann doch lieber abschmeiße. Das tat ihm weh. Ja, ich würde jetzt Bigfoot abwerfen. Und dann würde ich wahrscheinlich in Lantern gehen, oder? Je nachdem, was er jetzt macht. Wenn er jetzt einen High Jump Kick kommt, dann gehe ich in Miss Mages und drücke auf den Sub. Ice Punch. Okay. Mit Ice Punch kann ich noch leben. Denn bei Ice Punch gehe ich easy peasy in Lantern. Und setze eine Agilität auf. Ich meine, Ice Punch würde ich auch noch mit Drapion tanken, ne? So ist es nicht, aber... Trotzdem, Lantern ist jetzt hier, denke ich mal, die lustigste Variante, die ich spielen will. Ich würde jetzt einmal... Ach, ich habe das Falsche getroffen. Medicham. Choice Scarf, Ice Punch, ja. Wie gesagt, ich würde jetzt hier einmal Agilität aufsetzen. Ui, er macht einen Zap. Ui. Das ist interessant. Speed Rised. Okay. Er ist definitiv nicht Choice Scarf. Aber ich müsste jetzt mit dem Plus 2 irgendwie eigentlich trotzdem schneller sein, ne? Das heißt, ich könnte jetzt... Nein, 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 nein. Nein, der hat jetzt ein zweites Mal Agilität gemacht, weil der Cursor weiter unten war. Fuck! Das könnte jetzt problematisch werden, denn High Jump Kick killt jetzt. Reversal. Ah, das ist noch schlimmer. Das ist ja fast noch schlimmer. Nur weil ich mich verklickt habe. Mann, blöder Cursor. Ich wollte auf Eisbeben gehen. Ja, gut. Das verhaut uns das natürlich dann. Muss ich mir was anderes einfallen lassen, weil ich habe jetzt nichts Schnelleres, ne? Nur eine Sache hätte ich noch. Stimmt. Ich habe ja noch Azelf. Ja, dann muss ich jetzt hier boomen. Ach Mann, das ist so... Das war jetzt richtig blöd. Da konnte ich teilweise ja schon fast gar nicht mehr dafür. Das ist wieder so ein richtig bitterer Missklick gewesen. Ach Mann. Ich wollte doch nur mit Lantern hier Spaß haben. Lantern hätte ihn jetzt nämlich gekillt und wir hätten einen plus 2 Lantern auf dem Feld. Aber so. Erstmal gucken, ist er selbst überhaupt in der Lage, Medicham jetzt hier auf der Range? Ja. Ja. Bin ich.
nicht mehr sauer auf dem Thunderbolt. Er macht Reversal, ist in Ordnung. Macht nicht viel, ne, aber Hauptsache, das Medicham ist jetzt erstmal weg. Um sein Dusknoir mache ich mir anderes Mal Gedanken. Nämlich gleich, wenn ich mit Drapion wieder reinkomme. So, und Turbutz kriegt ein. Ich krieg zwar jetzt keine Tarnsteine raus oder so, aber na. Mann! Das hätte so lustig werden können mit Lanthorn. Das nervt. Das nervt so hart. Ja, so hier ist jetzt die Frage. Eigentlich ist es keine große Frage mehr, ne? Eigentlich abwerfen. Weil ich werde es nicht mehr brauchen. Das Einzige, wofür ich es vielleicht... Ah, wobei doch. Vielleicht könnte ich es noch für Tentacruel benutzen. Aber ich brauche eigentlich jetzt irgendwas dann abwerfen, ne? Weil Lanthorn existiert ja auch nicht mehr. Lanthorn wäre jetzt hier relativ lustig gewesen. Shadow Sneak kann ich hier gegen den hier sowieso vergessen. Die beiden werden sehr effektiv getroffen. Ein Shadow Sneak kann ich zwar tanken, aber er wird wahrscheinlich davon ausgehen, dass ich hier wieder reingehe. Und deswegen versuche ich jetzt einfach die Tarnsteine rauszuhauen. Nee, ich sollte Thunderbolt drücken. Tarnsteine sind hier total nutzlos gerade. Die brauche ich nicht so unbedingt. Tarnsteine in dem Moment sind nicht relevant. Ich drücke jetzt einfach auf den Thunderbolt. Ui. Er wollte mich mit irgendwas trappen, oder? Wir gehen in Omastar rein. Okay. Nehme ich. Wie gesagt, nehme ich. Lol. Was war das denn jetzt für ein Play von ihm? Ja, nochmal Thunderbolt. Ist das Scarf? Scarf und Master? Könnte mich Scarf und Master killen? Ist der Range? Ja, vielleicht. Habe ich jetzt keine Lust nachzukalken. Wir sind schneller, nehmen seinen Master raus. Okay. Alles klar, wir nehmen Master raus. Danke für dieses Geschenk. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was hat er predicted, mit was ich jetzt reinkomme mit Drapion? Das wäre doch total egal gewesen. Hätte ich mich nur wieder auf... Nein, nein, wobei hätte ich mich nicht aufgesetzt, aber dann wäre ich... Das brauche ich. Das hilft erst recht nicht mehr. Tenta kriege ich an sich auch so weg. Mit Miss Mages. Der Einzige, der mich hier nur noch nervt, bist du. Was hat er denn sonst noch offen? Ach stimmt, sein Kangama. Kangama kriege ich aber auch mit Miss Mages aus dieser Range weg. Ich gehe jetzt einfach wieder auf den Thunderbolt. So, wenn er jetzt Shadow Sneak, gehe ich auf... gehe ich auf Drapion. Er hat Drapion wahrscheinlich mal vermutet jetzt. Hätte ich sogar auf Tarnsteine gehen können. Lol. Rest! Ha. Okay. Dann nutze ich das doch mal, um jetzt hier die Stealthrox zu legen. Rest Sleep Talk. Er hat Shadow Sneak und Erdbeben, ne? Naja, er kriegt Shadow Sneak. Naja, ist okay. Taken down by an intense blow. Wobei das Ding ist, ne? Das war jetzt Runde 1. Ich gehe jetzt in Drapion rein. Na, wenn er Pech hat, trifft er jetzt nicht das Richtige. Das ist jetzt ein risky Play. Das ist jetzt ein richtig risky Play. Hier muss ich jetzt wirklich auf mein Glück hoffen. Er kriegt Rest. Okay. Das heißt, jetzt müsste er aus seiner Sleep eigentlich wieder erwachen. Ich bin schneller und mache mit einem Crunch einen One-Hit. The red corner calls their Pokémon back.
perfekt, eigentlich. Eigentlich ist es jetzt perfekt, weil er jetzt da das Pech hatte. Tentacruel ist absolut kein Problem. Kriegt erstmal die Tarnsteine ab und mit Tarnsteinen ist ein Crunch und One-Hit. Eigentlich. Es sei denn, er ist physisch defensiv. Und jedenfalls habe ich immer noch Erdbeben. Nöp, ist ein Kill. Sehr schön. Drapion holt seinen zweiten Kill und regeneriert weiter Leben. Boah, das war so gut, Black Sludge darauf zu packen, statt Live Orb zu spielen. So, Kangaskhan kommt rein. Ja, könnte halt schneller sein, ne? Da muss ich jetzt halt hoffen. Er weiß ja nicht, wie viel HP... Wir sind trotzdem schneller. Okay, Alter, was ist das für ein Kangaskhan? Geil, Drapion holt sich jetzt hier seinen dritten Kill und ich glaube, Drapion holt jetzt hier 4 Kills. LOL! Das wird ein Drapion-Sweep. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Alter, vom Death-Fodder zum Sweeper. Alter, was? Geil. Nicht schlecht. Nicht schlecht, der Specht. So, das Einzige, was jetzt das Problem werden könnte, ist, er hat jetzt die Colbo-Berry und macht einen Earthquake. Das wird das einzige Problem. Aber es sieht aktuell nicht danach aus, als würde er die Bäre triggern. Und es ist ein Crit. Also, ja gut. Ich würde sagen, das ist ein GG und wir gewinnen das Ding hier mit, was? 2-0? Habe ich Turbos noch abgeworfen? Hatte ich Turbos noch abgeworfen? Ja, stimmt, ist durch den Shadow Sneak von Zwiffens draufgegangen, ne? Das heißt, Zwiffens hatte sogar einen Kill. Geil. Schade, dass man das hier nicht nochmal sehen kann, wie viele Pokémon wir jetzt hatten. Das habe ich nämlich eventuell vergessen aufzuschreiben. Aber cool, wir gewinnen gegen Tari mit 2-0. Ne? Und holy shit, Alter, was war das für ein Kangama? War da überhaupt Speed drauf? Interessant. Ja, gut. Ich werde mich mit Tari nochmal ein bisschen bequatschen, wie viel das jetzt im Endeffekt doch nochmal war. Ich bin mir jetzt unsicher, ich will da nichts Falsches reinschreiben. Ich bin der Meinung, das waren 2-0. Ja, doch, müsste eigentlich. Ja, doch. Ja, war 2-0. Gut. Das war interesting. Zweiter Sieg, freue ich mich. Zwei schwere Matchups erledigt. Rudelrocker besiegt und Tari besiegt. Das wiegt zwar immer noch nicht wirklich das 6-0 vom ersten Spieltag gegen Schwein hier auf, aber es ist in Ordnung und ich sehe gerade, uiuiui, was sehen denn meine Augen da? Nächste Woche Derby gegen Shiny. Ach, mein Freund, ich freue mich jetzt schon. Kuss geht raus. Jo, gut, alles klar. Ich würde dann mal sagen, wir sehen uns dann nächste Woche dann wieder, wenn es gegen Shiny rangeht. Und ja, lass auf jeden Fall Liebe bei Tari da. Ne? Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es dann wieder heißt RPL. Macht's gut, bis dahin, meine Freunde.